Wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Den kleinen Gästen, den großen Gästen und den bunten Gästen. Ja. Einfach, du bist still hier oben, Apollo, du bist noch nicht dran. Na, komm, weil ihr heute, stimmt das, das 20. Türchen geöffnet wurde vom Adventskalender? Was habt ihr dahinter entdeckt? Gab's da was? Schokolade gab's da? Ja. Na, das ist natürlich herrlich. Gibt's da noch ein Reservetürchen? Dann soll ich da nämlich auch noch mal schnell vorbeifahren nachher. Und hinter diesem Türchen hier, in dem Haus Nummer 36, in der Wassertorstraße, hat sich Laura, diese tolle Papagei versteckt. Und Amadeus, ein Gelbbrustara, ein dunkelroter Ara. Und auf meiner Schulter, wo ist er? So halb hinter mir, ein Gelbhaubenkakadu aus dem fernen Australien. Die drei haben sich hier versteckt und haben mir vorhin gesagt, auf der Fahrt hierher, wir wollen noch mal die Kinder und ihre Eltern und Tanten und auch wer alles mitgekommen ist, erfreut. Und da würde ich jetzt mal sagen, ich komme einfach mal so ein Stückchen runter und setze mal zwei Papageien. Ich habe nämlich ein paar Requisiten mit. Sportgeräte für die Tiere. Eine richtige Papageienshow wird es nicht geben, aber wir lernen die Tiere mal so richtig schön aus der Nähe. So, ich gehe jetzt mal hier weg lang, wenn ich da. Hallo. Und Laura bleibt mal bei mir. So. So. Weil so viel gibt es nicht mehr die Mütze wieder. Oh, jetzt gucken wir uns noch mal schön an. Schön ordentlich machen. Mutti hat heute nicht. Das ist ja scheiße. Okay. Ja, ja, ja. Oh, der war eng. Und perfekt, dein Applaus. Warum bist du mal retten können? Oder wir nehmen doch die Mütze wieder drauf. So. Sieht das ganz, doch, ganz cool aus. Ohne? Ja. Zurück. Und das hast du schon mal super gemacht. Laura und Laura. So, wir wollen mal. Ja. Du kannst erstmal auf dein Plätzchen zurückgehen mit nochmal ein Sommer genau. Warte mal hier, bitte Laura Ordnung drin machen, komm. Schön Ordnung reinmachen. So, sieht das schon ganz gut. Na, mit. Da gucken wir auch nochmal nach. Moment, die Mütze fehlt noch in meiner Sammlung. Super, guck mal, was da für eine Mähne vorkommt hier. Bitte schön, einfach behalten. Und Laura hat das gut gemacht. Aber wisst ihr, das müssen wir nach vorne machen. Kommt schon. Oh, die hat ja laut. Der hat Angst vor den vielen Leuten. Wir improvisieren hier mal. Und wisst ihr, was die Laura mir eben gesagt hat? Michael, du machst ja ganz schön was mit mir. Jetzt bin ich aber müde geworden. Ich durfte schon kein Mittagessen halten. Was machen wir denn da? Wollen wir mal sagen? Jetzt machen wir so ein Vorabendschläfchen. Laura! Apollo, du hältst jetzt mal deinen großen Schnabel hier hinten. Perfekt. Ich hoffe, bei euch klappt das auch immer so. Jetzt gehen wir einen Meter zurück, alle. Alle gehen einen Meter.
Wir wollen aber weitermachen. Auf die Kinder, helft mal alle mit. Laura, aufstehen! Das habe ich ja noch nicht mal gehört. Wie soll das Laura hören? Hallo, aufstehen sollst du! Ach, Moment, jetzt fällt mir gerade. Laura ist kitzlig. Nimm den großen Schnabel weg. Nein, dann nicht immer. Ja, super, das ist klar. Bravo. Herrlich. Das war schon mal nicht schlecht. Laura, mach dir gemütlich da oben und genieß die Aussicht. Aber umdrehen müsstest du dich. Jetzt kommt mal der. Wer war das? Amadeus! Genau, Amadeus. Wer ist das hier? Wer ist verhalten? Amadeus! Er weiß es einmal. Amadeus! Nur passt mal auf, der Amadeus hat auch was gelernt für euch. Extra für heute Abend. Amadeus! Auf aufpassen, festhalten. Genieß auch du die Augen. Einmalig hier in Köln. Super! Der hat aber den kleinsten Schnabel. Hallo Apollo! Hallo Apollo! Hallo! Hey! Apollo! Sag mal, wie schön du bist! Das ist eben gut. Meine Krawatte! Auch eingespart! Herrlich! Mach Apollo alles mit! Apollo ist ein Gelbhaubenkasten und kommt aus dem fernen Australien! So, komm her, mein Kleiner, absteigen! So, jetzt machen wir eine Zwischenlandung! Mal sehen, ob da auch ein bisschen Farbe ins Gesicht kommt! Wunderbar. Apollo, hast du gut gemacht. Super. So, meine Lieben. Jetzt brauche ich nochmal drei Kinder hier vorne. Drei. Eins, zwei. Nummer drei. Du bist Nummer vier. Mehr sein. Wunderbar. Und wir setzen die Deckeln auf. Können wir lächeln? Ja, herrlich. Das sieht super aus. Super drauf. Laura, du das sehen? Bitte schön. Guck mal, der Vogel wächst auf den Arm lang. Ja. So, das Ganze nimmt man. Herrlich. Du, der will, glaube ich, doch auch deine Pudelmütze holen. Warte mal. Schauen Sie die Tier an. So, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ob klein, groß, es hat riesig Spaß gemacht hier. Das, was wir jetzt machen konnten, ist mein Schrei. Wir haben es hier geschafft. Die haben es gemacht. War großartig. Jetzt mit den Papageien für einen Fototermin bereit werden.